Hallo, mein Name ist Roland Jonas Bialke. Heute ist der 7. Februar 2022. Mein Thema heute ist, waren Rudi Dutschke und Axel Springer beste Freunde? Das klingt jetzt mal ein bisschen merkwürdig, weil Rudi Dutschke war halt der führende Kopf der Studentenbewegung in den 60er Jahren in Deutschland und die 68er-Bewegung, die wurde halt sehr runtergemacht von den rechten oder konservativen Medien, wie es damals die Bild-Zeitung war. Und der Mann im Hintergrund bei der Bild-Zeitung oder beim Springer Verlag war halt Axel Cäsar Springer. Und die werden sich ja wahrscheinlich nicht sehr gut verstanden haben, beziehungsweise das ist die öffentliche Wahrnehmung. Tatsächlich. Nein, nein, fangen wir anders an. Also da gab es sogar Ausschreitungen, dass halt die Studentenbewegung in den Ende der 60er, der 1960er Jahre gegen Springer und gegen die Bild-Zeitung vorgegangen sind. Sie haben da Demonstrationen gestartet. Autos des Springer-Konzerns, Autos der Bild-Zeitung wurden umgekippt, angezündet. Da gab es richtig große Proteste und auf der anderen Seite hat halt die Bild-Zeitung sehr gehetzt gegen diese linken Studenten, die eigentlich noch nicht sind, aber da schon den Mund aufreißen und die da ganz viel durcheinander bringen. Ich empfehle euch da, guckt euch Reportagen, Dokumentationen drüber an, alles sehr interessant und gibt es eine große Aufarbeitung. Was war die 68er-Bewegung? Was war die Studentenbewegung in den 60er und 70er Jahren? Was hatte Terrorismus damit zu tun? Genau, und wie war damals, waren damals die Medien in Deutschland aufgestellt? Ich kann schon mal sagen, also es gab halt bloß das staatliche Fernsehen und daneben dann halt Zeitungen, wie zum Beispiel die Bild-Zeitung, die halt sehr, sehr populär waren und wo sich die Leute, die Menschen in Deutschland sehr beeinflusst haben. So, so viel dazu, dass es da einen riesigen Konflikt gab und sich da Sachen aufgeschaukelt haben. Nun, letztendlich ist es so, Rudi Dutschke wurde, auf ihn wurde sogar ein Attentat verübt. Die linke 68er-Bewegung hat daraufhin Springer beschuldigt, dass er hetzt gegen Rudi Dutschke und die Studentenbewegung und dass das somit so ein Anheizer für diesen, für dieses Attentat dann war. Und Rudi Dutschke ist auch später verstorben an den Folgen dieses Attentats. Ja, und Axel Springer ist dann auch irgendwann verstorben und man denkt jetzt, das waren so zwei große Gegenspieler und es waren auch tatsächlich zwei große Gegenspieler. Also die Auflage der Bild-Zeitung hat das natürlich sehr angekurbelt. Da waren Gegner, da konnte man hetzen und die meisten in Deutschland, die arbeitende Bevölkerung, hat das, haben diese langhaarigen Studenten auch nicht gemocht und auch die, die die Bild-Zeitung gelesen haben, halt das Bürgertum, Polizisten, Beamte, die mochten halt diese Rebellen nicht aus der 68er-Bewegung. Und andererseits, diese Gegnerschaft dieser beiden Pole, diese Gegnerschaft hat auch dafür gesorgt, dass die Studentenbewegung groß geworden ist. Also die hatten ja keine, klar, die haben selbst Zeitungen gemacht, Flugblätter, aber eigentlich waren die relativ klein. Und dadurch, dass so eine große Berichterstattung war und so eine Gegnerschaft, hat sich das auch aufgebaut. Also da waren dann auf einmal ganz, ganz, ganz viele Menschen bei den Demonstrationen, so viele Menschen, die ohne diese Werbung von der Zeitung ja gar nicht da, also Negativwerbung, gar nicht da gewesen wären. Und so hat sich auch in der Gesellschaft etwas verändert. Also ich kann sagen, in den Medien
Und auch in der Politik werden halt Tricks angewandt, die sind nicht so. Also jemand, der Gutes will, muss nicht unbedingt Gutes tun. Und wenn man den damit konfrontiert, dass er was Gutes macht, aber was Gutes will, aber das nicht macht, dann lernt er das wahrscheinlich nicht. Und manchmal ist es so, da muss man manipulieren. Und könnte das sein, dass Rudi Dutschke und Axel Springer sich zusammen an den Tisch gesetzt haben und ein Bierchen getrunken haben und das Ganze vom Reißbrett aus geplant haben, wie das gestaltet wird? Das würde man, glaube ich, eine Verschwörungstheorie nennen. Ja, also man würde sowas eine Verschwörungstheorie nennen, wenn es diesen Tisch nicht geben würde. Es gibt diesen Tisch. Es gibt diesen Tisch einfach. Und es gibt sogar Bilder, die Rudi Dutschke und Axel Springer zusammen Bierchen trinken. Bierchen trinkend zeigen. Genau. Das ist voll krass. Also, das schreibt Geschichte neu. Aber das ist ganz oft so. Also, wer hat nicht alles zusammengespielt? Adolf Hitler und der Nazi Adolf Hitler und der Kommunist Stalin, haben die nicht zusammengearbeitet und sich Polen aufgeteilt, obwohl vordergründig eine große Feindschaft bestand? Ja, das war so. Die haben ein Abkommen geschlossen und dann daneben noch ein Geheimabkommen gehabt. Das ist ganz oft so, dass auch gegensätzliche Fraktionen sich gegenseitig, dass die miteinander Vereinbarungen schließen, um für sich jetzt in deren Feldern gestärkt, also um größer zu werden und diesen Konflikt dann auch gemeinsam schüren. Wenn ich jetzt sage, wo dieser Tisch ist, wo, an dem sie Bierchen getrunken haben, jede Woche, einmal jede Woche, dann muss ich das ja irgendwie belegen. Und auch nennen, wo es diesen Tisch gibt und warum mache ich das nicht einfach? Ich mache das mal einfach, aber vorher möchte ich ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Und zwar, bald kommt meine neue EP O is for Offspring raus und ladet die euch runter, hört sie euch an. Damit kann ich ein bisschen so den Podcast aufpeppen, mir Sachen zukaufen, Mikrofon, dass ihr neue Informationen habt. Und Roland Jonas Bialke, Lover of Eugen Grosche. In der Beschreibung des Videos ist es verlinkt. Kauft euch das auch auf Amazon, ladet es da runter und ihr unterstützt mich und den Podcast damit. So, genug Werbung. Jetzt kommt's. Ich habe gesagt, kann es sein, dass die vielleicht gute Freunde waren, beste Freunde, und dass sie zusammen ein Bier getrunken haben an einem Tisch. Und dann habe ich gesagt, ja, es gibt tatsächlich den Tisch, an dem Axel Springer und Rudi Dutschke gemeinsam Bierchen getrunken haben. Waren gute Freunde, Axel Springer und Rudi Dutschke haben aufeinander angestoßen, relativ regelmäßig. Und dieser Tisch steht in Berlin-Charlottenburg. Da gibt es eine Kneipe. Die Kneipe heißt Mommseneck. Mommseneck, Haus der Tau, nein, nicht der Tausend. Jetzt wollte ich sagen Haus der Tausend Leichen. Nein. Dieser Ort, diese Kneipe heißt Mommseneck in Berlin-Charlottenburg und nennt sich halt Mommseneck, Haus der 100 Biere. Und da gibt es einen Tisch. Da ist schön, also manche Stammgäste haben da so Plaketten auf den Tischen bekommen und da gibt es halt einen Tisch mit der Plakette von Rudi Dutschke und der Plakette von Axel Springer. Wie gesagt, es gibt Bilder. Nicht alles, was es gibt, wird frei verfügbar sein, sondern dafür muss man einfach Geld bezahlen. Ich gebe auch nicht alles weg. Genau. Aber in der nächsten Zeit werde ich auch noch ein paar andere skurrile Sachen, die so eigentlich nicht, wo man denkt, die kann es nicht geben, aber die gibt es halt mit mehr oder wenig
mehr oder weniger guten Belegen hier bringen. Genau. Ja, ich hoffe, ihr habt euren Spaß. Fickt mal wieder und wir hören uns.